Computer, check. Mikrofon, check. Musik, check. Sendung, on air. Na dann kann's ja losgehen und damit herzlich willkommen bei Daily Drive Live, eurem Lieblings-Internet-Radiosender mit News und Musik. Besucht unsere Webseite auf daily-drive.de. Und nun viel Spaß bei der Sendung. Hier sind eure Gastgeber. An den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Damit herzlich willkommen zu Daily Drive am 1. Advent. Es ist Sonntag, der 27. Januar um 12 Uhr und ich bin nicht allein dabei, wie letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir wieder einen Moderator, nämlich den Gerhard. Hallo, guten Tag. So, ihr habt wahrscheinlich wenn ihr unser Radio öfters hört, habt ihr letzte Woche, habt ihr mehrere Trailer oder Jingles gehört, zum Beispiel die Die wärmere Zeit geht. Die Weihnachtszeit kommt. Let it snow, let it snow, let it snow. Bald startet unser Weihnachtsprogramm. Stay tuned. Genau, den oder auch zum Beispiel, was auch öfters da war, war folgender Trailer. Gewöhnt euch dran. Die Weihnachtszeit rückt näher und damit unser weihnachtliches Programm. Genau, und jetzt ist auch soweit. Die Weihnachtszeit ist da. Wir haben den ersten Advent, das heißt noch circa 4 Wochen bis Heiligabend. Am 24. ist es ja. Ne? Und das sind ja, wir haben es ja momentan den 27. Ne? Das heißt, wie viele Tage sind es dann nur noch bis Heiligabend? Wir zählen die Tage bis Weihnachten. Noch 27 Tage bis Heiligabend. Genau, und am 1. Dezember ist ja wieder das erste Türchen, kann man Adventskalender öffnen. Das wird aber hier nicht im Radio passieren. Das wird höchstwahrscheinlich auf dem YouTube-Kanal passieren, dass da das erste Türchen geöffnet wird am 1. Dezember. Aber am 1. Advent wird die erste Kerze des Adventskalenders angezündet. Und ich sag mal so, zu den aktuellen Temperaturen ist es auch echt nötig, sich irgendwie am Kamin zu wärmen, ne, und an der Kerze, weil es ist schon arschkalt, auf zu gut Deutsch gesagt. Wirklich muss man sagen, es ist richtig kalt geworden. Oder? Es war bis vor kurzem kalt, aber mittlerweile geht's wieder. Ja, du fährst mit dem Fahrrad, du musst es ja wissen, ne? Ich bin im Auto. Es ist wirklich besser geworden. Es ist nicht mehr so kalt wie. Es hätte sogar schon geschneit. Ah, aber der Schnee ist schon wieder weg. Das ist bei uns hier im Flachland sowieso. Immer so. Aber ich musste das Auto damals vorher kratzen und vom Schnee freiräumen. Die einzige Zeit, die wir dieses Jahr hatten bei uns, wo der Schnee wirklich mal länger gehalten hat, wie ein, zwei Tägchen, war Februar, ne? Da hat das wirklich schon so ein, zwei Wochen gehalten, aber sonst passiert das eigentlich nie im Winter bei uns, dass der Schnee wirklich lang hält. Allein ich war letztens im Großhandel und wollte mir Kinderpunsch holen, den wir immer in Köln trinken. Den gibt's gar nicht mehr. Der ist ausverkauft.
In wo hast, wolltest du den kaufen? Im Großhandel. In wo genau? Im Großhandel. Ach so. Wollte ich den kaufen. Und die hatten nicht mehr. Und dann musst du ihn in Köln kaufen. Die war, ja, aber ich hole, ich sag immer, ich sag ja nicht, führen sie mir 6 Flaschen ab oder so, sag ich ja nicht. Nee, aber ich wollte da, wollten einkaufen und die waren selbst schon, dass weg war und hatten nichts nachbestellt und jetzt, Haben sie auf deinen Auftrag denn was nachbestellt? Nein. Also, die wissen auch nicht, ob die jetzt was können und kommen und bekommen. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Flaschen unten, aber bis Weihnachten sind noch ein paar Tage und ich hab gar nichts mehr, ich hab dann nicht mehr. Naja, deswegen, wir müssen vorsichtig sein, aber Kakao hilft ja auch, um warm zu werden. So, wir sind aber jetzt hier nicht nur, um zu quatschen, nämlich euch auch auf, um den Advent zu durchzubegleiten und euch auch eine schöne Weihnachtszeit einzustimmen. Yippie! Ja, wunderschön. Weihnachtszeit, Advent kommt ja von advenieren, ne, lateinisch. Und das Advenieren heißt ja Ankunft. Und warum, und wir... und Ankunft ist ja die Sohn, Gottes Sohn, der auf die Erde kommt in Gestalt eines Kindes. Das ist das Christkind, genau, ne? Ja, oder das Jesuskind, wie man es auch nennen möchte. Könnt ihr auch mal gerne mal irgendwie in einen Wunschkursbox schreiben, auf daily-12.de oder auf Discord-Server, was ihr dazu sagt. Sagt ihr Christkind? Oder wer kommt zu euch an die Arme? Ist das das Christkind, der Nikolaus oder wer ist es? Weil es ist ja egal, wo du bist, es ist ja was anderes. Ne? Es ist in Deutschland, glaube ich, haben 5 Stunden Leute, die Weihnachten ins Haus kommen. Das ist unglaublich. Also, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Oder lange Rede, langer Sinn. Kommt an, was man so sagen möchte. Wir spielen jetzt ein wunderschönes Lied. Ne? Ja. Und ich sag mal so, das kennt jeder, das Lied. Es heißt nämlich okay, wir spielen jetzt ein Lied. So, folgendermaßen, nämlich in New York ist ja schon der Christbaum angezündet und so weiter und der ganze Weihnachtsmann läuft schon und dazu passt natürlich das Lied Fairy Tale of New York von Ron Keating und Marie Redmond. Ja, Fairy Tale of New York, und es passt ja auch ein bisschen, dass wir mit dem amerikanischen Lied losfangen, nämlich am Freitag war ja der Black Friday. Yay! Und was war am Donnerstag vor Black Friday? War natürlich Grün Donnerstag. Nee, Thanksgiving. Ach so, nee, es ist Thanksgiving. Grün Donnerstag ist immer Ostern. Ja, sorry, ich hab das verwechselt. Genau, aber Black Friday kennt man ja da, wo die Menschen überrannt werden, weil es teilweise Rabatte gibt von 50% oder 60, 70, 80%. Oder 96 wie in South Park. Genau. Wo das sogar echt sein soll, ne? Ja, also, wie es da dargestellt wird, teilweise. Ja, also da gibt es Rabatte hoch 10 und ja, wo ja ganz die meisten Leute schon, wo ja auch schon in Amerika die Weihnachtszeit damit offiziell eingedeutet wird. Und bei uns, ja, fängt ja das Kirchenjahr an mit dem ersten Advent. Das heißt, wir haben hier am 27. Natürlich haben wir jetzt auch ein kleines Problem mit unserem Radioprogramm, weil ja unsere wunderschöne FIFA ja meinte, wir könnten ja eine WM mal nach Katar vergeben. Traurig. So, das heißt, eigentlich war es ja so geplant, wie auch sonst immer, wenn eine EM-WM ist, dass, wenn Deutschland spielt, 24 Stunden Fußball wieder kommen. Sonst eigentlich nur, wenn Länder spielen. Jetzt ist es so, in der Weihnachtszeit wollen, ist ja so, dass es jeden Advent auf jeden Fall Weihnachtslieder gibt und zwischen den Jahrzeiten auch. Jetzt, weil noch 200 Jahre Karneval ist, kommt noch jeden Tag mindestens 3 Stunden Karnevalsmusik dazu. Das heißt, unser Sendeplan wird ab heute total komisch werden, auch bis zum 18. Dezember wird der sowas von komisch werden, weil wir mit Weihnachtshits, Fußballhits und so weiter irgendwie durchkommen müssen. Und wie gesagt, heute spielt auch Deutschland wieder um 20 Uhr gegen Spanien. Und wie gesagt,
Ihr werdet nochmal in der Monatsshow, werdet ihr die Ergebnisse wissen, weil wir wollen nicht jeden Tag was machen, weil es wird um Stunden zu gewiss, als eine Monatsshow abarbeiten, die am 4. Dezember kommt. Das heißt, jede Adventsshow kommt um 12 Uhr. Außer am 4. Dezember. Wegen noch Daily Drive. Im November wird die Daily Drive Adventsshow, der zweiten Advent, um 10 Uhr stattfinden. Geil. Ja, um das alles jetzt nochmal festzuhalten, folgt uns einfach auf Discord, da steht alles nochmal haargenau drin, wie es jetzt aussieht. Genau, richtig. Ja, deswegen alle Infos unter daily-drive.de. So, jetzt haben wir schon, jetzt waren wir in Amerika. So, wenn wir jetzt von den Osten Richtung Westen gehen, kommen wir an eine Marke vorbei, die auch in Deutschland präsent ist, eigentlich fast auf der ganzen Welt. Und die haben ein wunderschönes Lied gemacht mit einem Sänger, der schon verstorben ist. Und das heißt Wonderful Dream. Viel Spaß von Melody Johnson. Viel Spaß mit dem Lied. Ja, Wonderful Dream. Und eventuell wissen schon viele Leute oder kennen dieses Lied schon viele Leute, weil es ja auch schon seit Jahren das Lied ist für die Coca-Cola Runners Trucks. Und die sind ja auch schon wieder unterwegs in Deutschland. Ja, derzeit kann man auch eine Übernachtung in diesen Trucks gewinnen über Coca-Cola auf Instagram. Genau. Falls es irgendwen interessieren sollte. Und die Termine sind natürlich, also jetzt am ersten Advent, sind sie um 15 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz in Heide. Am 1.12. von 15 bis 20 Uhr sind sie wo? Am Kurpark in Hornbad Monberg. Am 4.12. Hornbad Meinberg, so. Am 4.12. am 2. Advent um 15 bis 20 Uhr am Otto-Fuchs-Platz in Mainz, Meinerzhagen. Und am 7.12. von 15 bis 20 Uhr am Enkerplatz in Homburg. Sind eigentlich alle von 15 bis 20 Uhr. Am 10.12. sind sie im Hockenheimring, natürlich im Hockenheim. Am 13.12. sind sie in der Lange Zeile in Erding. Kann man nachher noch schon vorher oder nachher schon in den Thema gehen, ne? Und am 16.12. im Festplatz in Kirchenberg. Kirchenberg? Ja. Und zu guter Letzt am 22.12. am Mercedes-Benz-Platz in Berlin. Wo denn auch? Ja, sind heute eher mehr im Osten und im Süden unterwegs. Sonst waren sie auch schon mal im Westen, im Oberhausen und so weiter. Ja, schade eigentlich, ne? Ja, aber wir sind nächstes Jahr. Ich meine, die konnten jetzt zwei Jahre auch nicht fahren. Wegen Corona. Ja, stimmt. Aber ich weiß ja, Leute, wir haben Leute aus in der Nähe vom Hockenheimring oder in Berlin. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall, wo ihr auf jeden Fall hinfahren könnt. Ja, wie gesagt, man kann was gewinnen. Und ich wollte noch eben zurückkommen auf die WM, nämlich, eigentlich ist ja auch Weihnachtszeit Zeit der Besinnlichkeit. Und momentan ist es aber so, dass nicht überall auf der Welt ist es besinnlich. Zum Beispiel, die Ukraine ist noch im Krieg mit Russland und haben momentan Probleme mit der Kälte. Und wir haben ja einen bürgerkriegähnlichen Zustand in Iran. Und die Iraner sind ja jetzt auch bei der Fußball-WM und haben jetzt gegen England haben sie verloren 6-2. Aber die sind nicht traurig, dass sie verloren, nämlich die Iraner feiern sogar die Niederlage. Und weil der Pferd ja unser Iran-Experte ist, weiß er wieso. Mit dem Schweigen in der iranischen Fußballnationalmannschaft haben sie einen Protest eingelegt. Die iranische Fußballnationalmannschaft galt vorher immer ziemlich als systemtreu und so, weil sie auch vorher kurz vor dem Spiel zum Ebrahim Raisi gegangen sind, dem iranischen Präsidenten, und sich vor ihm verbeugt haben und so noch durch andere Gesten und Sachen. Aber jetzt so im Spiel in Katar haben sie halt absichtlich alle nicht die Nationalhymne der Islamischen Republik Iran mitgesungen, weil
sie halt die Protestler unterstützen wollen. Es gibt ja seit Mitte September Proteste, schon gar eine Revolution eher im ganzen Iran, weil halt eine 22-jährige kurdische Frau namens Jina Mahsa Amini getötet wurde, weil sie ihr Kopftuch einfach mal nicht richtig aufgesetzt hat. Und da haben die Iraner sich gesagt, so, wir haben endgültig keinen Bock mehr auf dieses Regime, irgendwann reicht's auch mal. Und seitdem sind die Menschen Tag und Nacht immer auf den Straßen. Jeden Tag in mindestens 3, 4, 5 Städten im ganzen Iran. Und alle wollen dieses Regime weghaben, weil das ist halt ein Diktatorregime. Und die haben auch bisher vor allem in den kurdischen Städten so viele Massaker angerichtet und Stand jetzt gibt es fast 450 Tote, die von dem Regime umgebracht wurden, nur weil die Leute protestiert hatten, friedlich. Und darunter 60 Minderjährige und viele Kinder. Das ist richtig traurig. Und sogar 17.500 verhaftete Leute, nur wegen friedlichen Demos. Und das sind schon mehrere von denen angeblich wegen Gottesverrat und Krieg schon zum Tode verurteilt worden. Die haben allen Grund zu sagen, dass sie dieses Regime nicht mehr wollen, ne? Ja, und die Killfamily, die hat jetzt ein Weihnachtsalbum, haben sie rausgebracht. Und die haben aber wegen der Ketogene haben sie auch schon vorher ein Lied rausgebracht und das passt auch perfekt auch zu der Zeit in Iran. Es heißt nämlich Peace on Earth und das hören wir jetzt von den Killfamily. Viel Spaß mit dem Lied Peace on Earth von der Killfamily. Ja, so, natürlich wissen wir alle wahrscheinlich, wie die Christen Weihnachten feiern. Geschenke. Nein, Quatsch. So, aber gibt's denn überhaupt im Iran, gibt's da überhaupt Weihnachten? Unter den iranischen Christen, ja, da gibt's ja auch Christen. Oder aber sowieso auch von der kompletten Bevölkerung wird Weihnachten schon ziemlich gemocht. Wie gesagt, wie ich dir vorhin erklärt habe, Iraner sind nicht so gläubig, wie man immer denkt durch die Medien. Man zeigt immer nur die eine Seite des Iran, die vom Mullah-Regime beherrscht wird, aber nie, was wirklich in den Menschen dort steckt. Das merkt man teilweise nicht. Und was ist mit den Muslimen? Ja, ich... Allgemein jetzt. Mehr säkulär auch. Ich meine jetzt also allgemein. Die sind ziemlich tolerant auch. Also feiern die auch Weihnachten mit Weihnachtsbaum oder lassen sie mir längst liegen und Das kann ich dir nicht sagen. Davon kommen leider auch kaum Fotos und Videos ans Licht. Ja, aber du bist ja kein Christ. Du bist ja... Ich bin Moslem. Ja, manche Moslems ja, wie ist bei euch in der Familie? Geschenke, manche nicht. Wie ist es bei euch in der Familie? Wie ist das bei uns in der Familie? Ja. Ja, wir stellen einen Weihnachtsbaum auf, geben uns ein bisschen Weihnachtsgeschenke, aber mehr auch nicht. Gut, dann schreibt mal an Zuschauer, schreibt mal, wie bei euch das in der Familie ist, wenn ihr, würde uns auch mal sehr interessieren und eventuell lesen wir dann die Kommentare in der nächsten Show hier vor am 4.12. wäre es dann, denn um 10 Uhr. So, ja, ihr wisst eventuell, letztes Jahr, hatten wir noch Wir singen für Geld Lieder. Und ja, es wurde fleißig Geld gegeben, insgesamt 50 Euro, dass der Carlos ein Lied singt und das Lied hieß ja Do the Know is Christmas Time von Band 8. Und mit 50 Euro darf mir das Lied immer wieder wünschen. Jetzt die Frage, spielen wir das Original oder das von Carlos? Das Originale, weil da kommt das der Name Carlos drin vor. Ja, also er singt das. Nee, aber du weißt schon warum. Naja, dann können wir das Originale spielen. Ich finde es auch schön, auf jeden Fall das Originale. Und wie heißt das Lied? Do They Know It's Christmas Time. Do They Know It's Christmas Time von der Band 8. Ja!
So, die Hälfte ist schon rum. Wir machen immer nur so eine Stunde, einfach um euch nicht die ganzen Weihnachtslieder vorhin zu enthalten, um euch nur so ein bisschen rein zu begleiten, dann mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Mal schauen, wie wir es in der Zeit immer so ein bisschen schaffen. Kommt ja auch noch auf einen Sonntagsbrief, wie das Evangelium läuft oder nicht. Aber eigentlich ist jede Woche einmal das Evangelium. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. So, ja, und jetzt in der Adventszeit ist natürlich auch diese besondere Zeit im Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr alle den Film kennt. Ist schon ein paar Jahre alt, nämlich Die Eiskönigin von Disney. Kennt eventuell ein paar Leute eventuell nicht. Und eventuell kennt ihr auch den Schneemann von Eiskönigin, nämlich den Olaf. Hallo neue Freunde, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Und Olaf, den kann man ja eigentlich nur lieben. Gesprochen in der deutschen Fassung von Harpe Kerkeling. Und der Schneemann ist eigentlich nur so was von süß und knuffig. Also Olaf, wer Olaf hasst den Schneemann? Also bei dem läuft wirklich was im Kopf falsch. Muss man wirklich so sagen. Und er hat auch ein Lied geschrieben, nämlich diese Zeit im Jahr. Und das hört ihr jetzt, oder wir jetzt. Und ich würde sagen, nicht verstecken, ran an Sachen. Ja, diese Zeit, ja. Und wenn ihr mal wissen wollt, was in der Adventskalender so mal, was wir mal gemacht haben, weil wir haben auch ein Plätzchen gebacken, Tannenbomben geschmückt und so weiter, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir nämlich einen Adventskalender 2021, ja, wird das schon mal gemacht. 2021 ist nämlich ausgefallen, weil da gibt es eben Probleme. So. Wir haben Plätzchen gebacken wie Thaddäus Mama. Kennst du die Folge nicht mehr? Wo Mr. Also, wie ich mir Carlos Plätzchen gebacken habe. Also, Carlos hat sich bestimmt 5-mal den Kopf an der Abschlusssaube gestoßen. Ernsthaft? Ja. Aua. Also, er hatte nachher was auf dem Kopf. Aber das könnt ihr euch selbst anschauen. Das war auf jeden Fall ein lustiges Video. Aber dann auch dann beim Ausschmücken und so weiter. Also, es war schon echt geile Videos, was wir da gemacht haben. War auch wirklich am Tag, also wirklich so um kurz vor 0 Uhr aufgenommen. Also es war aufgenommen, schneiden, sofort hochladen, dann war es 0 Uhr. Das heißt, es war wirklich knapp, das hochzuladen. Gerade so noch geschafft. Ja, also wirklich, also ein paar Tage mussten aufhören, weil es wirklich nicht ging anders. Weil es einfach zu knapp war, weil ich musste ja noch arbeiten. Ja, eben. Aber die meisten Tage haben wir wirklich dann geschafft und dann auch da Videos rausgehauen, wie am laufenden Bande. Noch besser war es nur
in den USA, aber gut, da war es auch nur ein paar Tage und 13 Tage und da waren es 24 Tage hintereinander. Ja, gut, wie gesagt, Weihnachtslieder gibt es viele, viele und sehr viele schlechte, oder sehr viele Lieder, die es nur auf den Geist geht. Ich sag nur, Last Christmas kennt jede Sau, kennt Last Christmas und jeder hasst das. Genau. Weil dieses Lied hört man jedes Jahr so oft. Mindestens 2, 3, 5 Mal im Radio. Am Tag. Ja, eben. Also jede Stunde mindestens einmal. Deswegen will ich das auch gar nicht spielen. Weil. Da stehen schon die Nackenhaare auf Aggressivität. Wenn man schon das Lied hat und man muss nur Last Christmas sagen. Und im Kopf kommt schon das Lied vor. Naja. Also deswegen, Last Christmas haben wir auch schon mal gespielt. Das brauchen wir eigentlich nicht spielen von Last Christmas, von Van. Aber es gibt ja auch eine Kinderband, also zum Beispiel Rolf Zukowski. Das ist, glaube ich, der Kinderlied-Sänger überhaupt. Und der hat ja auch mal ein Album oder ein DVD aus der Zeit Dezember-Trommel. Wunderschön. Und auch sehr schöne Lieder. Und das Lied, ich glaube, kennt auch jedes Kind. Und weil wir ja gerade am Plätzchenbacken backen im Thema waren, passt dieses Lied hundertprozentig zum Thema Plätzchenbacken. So, die Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski und seinen Freunden. Und ich glaube, das kennst du auch, ne? Ja. Wer nicht. So. Wir gehen wieder ein bisschen wieder runter. Runter. Also wir gehen Richtung älteres Jahr. Zum Beispiel in den Jahren 1981. Da gibt es eine Band, die heißt Body M. Und die hat sehr schöne Weihnachtsmusik gemacht. Und ja, spielen wäre jetzt ein bisschen zu lang. Also die haben Feliz Navidad haben sie gemacht. The Little German Boy, ich glaube, Little German Boy kennt jeder. Ich glaube, das spielen wir mal kurz an, weil ich glaube, das Lied müsste jeder kennen. Dann hören wir mal kurz rein. Run, run, run. Also kennt jeder. Und ich habe einen Wunsch bekommen. Und wenn du einen Wunsch habt, könnt ihr auch gerne schreiben. Nämlich von meiner Tante. Die wohnt ein bisschen weiter weg. Also circa 4 Stunden Fahrt. Ne? Genau. Und die hat auch früher mal in Düsseldorf gewohnt. Also sind nur 1,5 Stunden Fahrt. Aber sie kommt, jedes Weihnachten kommt sie hierher. Und Chris Ray hat damals nie geschrieben, Driving Home for Christmas, und das Lied ist wirklich ihr Weihnachtslied überhaupt, weil es genau passt, Driving Home for Christmas. Und sie sagt, die könntest du die ganze Zeit hören, aber auf jeden Fall einmal kannst du es hören, und das hören wir jetzt. Driving Home for Christmas, viel Spaß. So, Driving Home for Christmas, so. Ich habe noch was vergessen, zu euch was zu sagen. Wenn sich jetzt jemand wünscht, Stille Nacht, Heilige Nacht, von Helene Fischer, von ihrem Weihnachtsalbum, vergesst es. Wir spielen nicht immer nur Helene Fischer, weil sie, wow, ich mache hier einen Song, da einen Song. Helene Fischer, die schmuggelt sich überall rein, das hängt zum Kreis raus. Wir spielen hier nicht das Helene Fischer Weihnachtsalbum. Nie im Leben. Warum eigentlich nicht?
Alter, hast du es mal angehört? Noch nicht, nein, aber wie selbst, gesagt, selbst Gott, nicht. Gott findet Scheiße. Selbst Gott. Ja, okay. Ne? Ja. Da kotzt ein Engel. Jedes Mal. Boah. Lecko mio. Okay, ich könnte jetzt in 16 langen Minuten Winterrosen laufen lassen. Das würde dann circa alles erklären, was passiert. Oder ich spiele ein Lied, was eigentlich das meist bekannteste Lied ist, was in so vielen Sprachen schon geschrieben worden ist und es eigentlich ein Tscheche und ein Österreicher geschrieben hat, nämlich Stille Nacht und Heilige Nacht. Es gibt sogar eine Stille Nacht, Heilige Nacht Kapelle, sogar ein eigenes Postamt, Stille Nacht, Heilige Nacht Postamt. Und wenn ihr mal in Bayern seid, Land, dann könnt ihr da mal vorbeifahren. Wird sich lohnen. Und ich würde sagen, das spielt uns jetzt die Musikkapelle auf. Viel Spaß. Ja, Stille Nacht, Heilige Nacht von der Musikkapelle aufhaben. Ja, so, das sind so ein paar Weihnachtslieder, die wir, also wir haben noch viel mehr Weihnachtslieder, also wir können euch den ganzen Tag mit Weihnachtslieder versorgen, aber wir wollen es ja nicht die ganze Zeit nennen, weil ihr hört ja jetzt noch immer noch ein bisschen weiter Weihnachtslieder, dann, und bald ist es ja auch schon wieder so, dass dann ja auch schon wieder Fußball stattfindet. Nämlich, ich schaue nochmal an, wann wieder die Fußball dann jetzt kommen. Nämlich, genau, um 14 Uhr kriegt ihr jetzt den nächsten Fußballlieder. Wir haben genau um 11 Uhr haben wir natürlich wegen Japan-Costa Rica, wir haben ja um 12 Uhr natürlich unterbrochen die Fußballlieder. Jetzt kommt nochmal um 14 Uhr Belgien gegen Marokko, um 17 Uhr Kroatien gegen Kanada, um 20 Uhr Spanien gegen Deutschland. Und sonst gibt es jetzt eigentlich nur Adventslieder. Und dann gibt es dann ab Montag wieder Karneval, Fußball, Weihnachten. Mehr bleibt euch nicht zu sagen, außer euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Wie gesagt, wir hören uns wieder, sehen uns entweder am 1. Dezember auf YouTube oder wir hören uns wieder am 4. Dezember, entweder um 10 Uhr zum Daily am 2. Advent oder um 12 Uhr zu Best of November. Wer dabei ist, ob da jemand dabei ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das werdet ihr finden. Und wenn ihr alles nicht im Kopf behalten könnt, was weiß ich auch ein bisschen viel ist, kann ich auch verstehen. Folgt uns auf Discord, alle Infos unter daily-drive.de. Und dann würde ich sagen, das war's mit dabei und wir verabschieden euch mit den Anderslöder von den Högewörtersänger. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Wir zählen die Tage bis Weihnachten. Noch 20 Tage bis Heiligabend. Wir sagen euch an den lieben Advent. Seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins ums andere an. Wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Seht, die dritte Kerze brennt, nun tragt eurer Güte Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu Day Drive am 10. Winter. Ja, denn wir sind harmonisch nur auf den zweiten Bereich. Ich muss nicht sagen, wir haben auch die Uhr in der Länge, ein bisschen mehr wie eine Debüt-Option hat. Wir haben noch 20 Tage bis Heiligabend. Wenn man es ganz genau haben wird, sind es aktuell noch 19 Tage zu den Teams-Meeting in exakt 20 Sekunden. Und das heißt, Heiligabend hat es vermutlich mehr, oder Sekunden sogar schon, mehr Wintertag. Und seit Donnerstag kriegen wir auch mal regelmäßig ein Türchen und eine Adventskalender. Heute ist der 4. Dezember und das heißt, es gibt diesen richtigen Winter. Und hier ist jetzt mal gefragt, was habt ihr eigentlich so für Adventskalender? Und es sind wirklich viele Sachen eingekommen. Also ganz normal, wie ich jetzt Kind hatte, schon Schoko-Adventskalender bis Rubelos-Adventskalender noch aufgefallen. Zum Beispiel einen Bierkasten mit Adventskerzen als Adventskanz und Adventskalender. Auch sehr schön Sachen gemacht. Also vielen Dank für die vielen Maßen. Ja, dann heute ein bisschen später. Wir hatten ein bisschen Probleme mit den WLAN gehabt. Internet besser gesagt. Internet, ich bin ja LAN. Ein Problem mit Internet gehabt, teilweise WLAN, teilweise LAN. Und jetzt müsste das eigentlich alles laufen. So. Ja, dann würde ich sagen, lass uns gar nicht so lange anfangen. Wir in der Woche sind sehr viele Lieder rausgekommen. Teilweise sind Lieder direkt sogar jetzt erst am Freitag erschienen. Das heißt, brandneu, Winterlieder. Und die habe ich natürlich für euch gesammelt oder geholt. Und die werden wir natürlich auch spielen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Gummentaler. Ist eine Band aus dem schönen Bayern und oder schönen Österreich. Und die haben einmal das Lied geschrieben, Dezemberwind und Hormann Schnee. Und das hören wir jetzt. Viel Spaß mit den beiden Liedern. Ja, die Gummentaler mit Dezemberwind und einmal mit Hormann Schnee. Und ich bin nicht... Ich bin nicht allein da, der Pferd ist auch da. Guten Tag. Hi zusammen. Ja, der war gerade noch nicht da, der war gerade noch unterwegs. Bin mal gespannt, ob dann, wenn die Show vorbei ist, wir müssen ja pünktlich Schluss machen um 12, ob der Gamebase dann kommt oder ob der nicht kommt. Bin ich gespannt. Naja, wir warten mal ab. Naja, gut, dann, ja, 2. Advent ist ja momentan, 20 Tage noch bis Weihnachten. Wir zählen die Tage runter, ne? Genau. Und ja, es gibt, und eventuell warte schon auf ein paar Weihnachtsmärkte. Zum Beispiel, ich war in Oberhausen auf dem Weihnachtsmarkt, war ich. Und der ist auch echt gut. Der ist groß, ist voll, also wenn ihr selbst, wir haben ja so Hörer aus Münster oder aus Dortmund und so weiter, wenn ihr nach Oberhausen fahrt, ich gebe euch einen Tipp, fahrt früh genug hin, also ihr könnt am besten... Wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt am Freitag oder Samstag hinfahrt, also zum Beispiel nächste Woche, dann geht er früh morgens über den Weihnachtsmarkt und geht dann ins Zentrum, weil alle Leute gehen erst durchs Zentrum und gehen dann auf den Weihnachtsmarkt. Und abends brauchst du dann eigentlich gar nicht mehr, musst du nicht mehr einen Schritt vorne sitzen, weil du wirst schon geschoben, dann brauchst du gar nicht mehr laufen. Deswegen, das stimmt, ey. Ihr könnt in Ruhe, könnt ihr wirklich schön irgendwie am morgens über den Weihnachtsmarkt gehen und dann, wenn ihr abends noch unbedingt wollt, dann müsst ihr euch anstellen, dann könnt ihr euch schieben lassen, da wird nicht mehr irgendwie, da müsst ihr nicht mehr laufen, da wird schon geschoben. Ja, nee, ohne Scheiß, natürlich so. Ja, ist so, ja, ich war ja dabei. Und, ja. Wie gesagt, die Cola-Tour ist im Osten, da haben wir schon letzte Woche, haben wir ja schon drüber geredet, was da alles ist, aber ich glaube, könnt ihr auf YouTube, glaube ich, könnt ihr es noch nicht anhören. Ah ja, ist auch egal.
Aber ich bin bald wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin nämlich noch bald auf dem Weihnachtsmarkt in Köln. Bin ich unterwegs noch. Bremen und Hamburg wird dieses Jahr nicht klappen. Münster war ich schon, aber das ist so schön. Für mich finde ich jetzt persönlich. Und wir hatten ja jetzt in unserer Nachbargemeinde, ist am Freitag im Weihnachtsmarkt angefangen und da ist ein Unfall passiert. Hast du davon gehört? Nee, was ist passiert? Da ist einer mit einem Scooter in die Menge reingefahren und der hat irgendwie auch nicht angehalten. Da war irgendwas war mit der. Also man weiß nicht. E-Scooter? Ja. Wann war das? Wo war das genau nochmal? Nachbargemeinde, Epe, Freitag. Oh, wie konnte das denn passieren? Ja, weiß man nicht. Allein auch der war ein älterer Mann und der hat auch nicht reagiert und so weiter. Also man weiß nicht, was da los war oder ob der in Schockstarre war. Das kann man jetzt nicht ganz genau so sagen. Vielleicht war sein E-Scooter auch frisiert. Na, das war jetzt nicht so ein E-Scooter mit Cityroller, artig. Das war ihr E-Scooter hier, was die Omas immer haben. Ach, du meinst diese vierrädrigen Dinger? Genau. Ah, okay, ich dachte, du meinst diese Dreh-E-Scooter. Nein. Älterer Mann fährt nicht mit so einem E-Scooter. Die fahren immer mit diesen. Naja, aber wie gesagt, zum Glück nur ein paar Verletzte, leicht Verletzte und keine Toten und keine Schwerverletzten. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und Ermittlungen kommen aber. Naja. Kann passieren, soll aber nicht. Ne? Also es gab ja auch schon dumme Weihnachtsmärkte, dass schon ein paar Buden gebrannt haben oder sowas. Gab es ja auch schon. Oder das, ne? Oder ja. Stromausfall beim Crepe holen. Hatte ich zum Beispiel. Ich habe einen Crepe bestellt und dann ist es schon ausgefallen. Lol. Ja, finde ich total geil. Spaß ist beiseite, aber was auf dem Weihnachtsmarkt, also was ich richtig geil finde, wenn es auf, also Crepe muss nicht auf dem Weihnachtsmarkt geben, aber wenn es Quarkbällchen gibt auf dem Weihnachtsmarkt, so richtig frische, warme Quarkbällchen, das ist das Beste, was du haben kannst. Allerdings, ey. Ja. Da hast du wirklich recht, die waren echt lecker. Du weißt, was ich meine, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, Weihnachtsmarkt ist theoretisch muss mindestens einmal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen zu sein im Winter. Bloß teilweise fehlt auch so ein bisschen die Winterstimmung teilweise auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Weil ich hatte mal, die ganze Zeit hatte ich keine Winterstimmung und dann war ich einmal in Köln auf dem Weihnachtsmarkt und da hatte ich die Winterstimmung gehabt. Aber wo es auch so richtig schön Winterstimmung ist ja, wenn der erste Schnee fällt. Ne? Das stimmt. Und die Tolgauer, die eher mehr auf Partymusik sind, haben ein Lied gemacht und das heißt Erster Schnee und das hören wir uns mal an. Wir hatten ja schon den ersten Schnee gehabt, ne? Der war aber der ist abends gefallen, so um 11 und war morgens um 6 war schon wieder weg. Um 5 lag er noch und so kurz nach 6 war er wieder weg. Deswegen, also, so viel Schnee hatten wir noch nicht, aber wenn der erste Schnee, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist, so mittags oder abends und dann fällt der erste Schnee, dann ist so eine Weihnachtsstimmung pur, ne? Und die Thurgauer singen jetzt für uns der erste Schnee. Ja, der erste Schnee von den Thurgauer. Johe, johe, der erste Schnee. Und früher war ich ja immer noch, ich fahre ja jetzt immer noch nach Weihnachten in die Berge. Und da waren wir schon damals, dass wir dann draußen waren im Warmwasserbecken, also 30 Grad wurde es ja aufgeheizt damals, ne? Und Solebadbecken, also richtig schön und warm. Und dann bist du draußen und dann fällt der Schnee. Hatte ich auch schon hier gehabt. Ich war im Whirlpool, war schon warm, 30 Grad, 35, 37 Grad. Und dann hast du geschneit. Ist ein geiles Gefühl, wenn es wirklich schneit und du bist in dem Becken. Und du bist irgendwie im Wasser, im warmen Wasser. Das ist so ein herrliches Gefühl. Muss man mal selbst erlebt haben, weil es ist irgendwie so, schön warm und auch es schneit eigentlich. Das ist irgendwie so. Da machen deine Glückshormone die Spinner verrückt und ist wunderschön. Schnee und warm Wasser, das muss sein. Ja, ist wirklich so. Und das machen ja auch viele in Island zum Beispiel. An so warmen Thermen sich so aufhalten. Und da ist das auch das gleiche Gefühl. Schnee, aber unten so warm. Ja. Ist, aber Island hatte nur warme Thermen, ne? Ja, klar, das stimmt.
Ja, und Palo und in der Weihnachtszeit in Bayern kann man ja nicht nur im Samen, man kann ja viel, viel andere Sachen machen, ne? Und was man in der Weihnachtszeit in Bayern machen kann, das erzählt uns Antenne Bayern. Viel Spaß. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes, Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus, Tetrarch von Iturea und der Trachonitis. Lysanias, Tetrarch von Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht: Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, da haben wir das Kirchliche auch schon wieder hinter uns. So, und und in der Fußball-WM, wo wir letztes Jahr schon ein bisschen übersprungen haben, letzte Woche, hat sich jetzt viel getan. Wir sind mit den, in der Gruppenphase sind wir durch. Und jetzt sind wir die Achtelfinale und das erste Finale steht auch schon wieder fest. Und wir wissen ja, wie alle abgeschnitten haben, oder auf jeden Fall Deutschland. Da wollen wir aber nicht näher eingehen, da kommen wir nachher in der Show Daily Drive im November kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Ist halt so, muss man wirklich so sagen. Ja, wir haben es genau jetzt 26, das heißt, wir müssen gleich auch mal wieder Werbung machen. Wir sind ja live, da ist wieder Werbungszeit. Und dann bin ich mal gespannt, was uns, was wir dann gleich noch so bereden. Ich gehe wieder und jetzt auch wieder die Zeit der Geschenke kaufen, ne? Hast du denn schon mal das Geschenke? Bisher noch nicht. Bisher noch nicht? Ich habe schon welche. Hab schon welche, aber ich sag nicht was. Ja, gut, dann würde ich wieder sagen, wir machen erstmal Werbung und ich glaube, dann hören wir uns gleich wieder. Aber erstmal die Werbung und zurück aus Werbung, rein geht es. So, ja, jetzt in der nächsten, schauen wir auf, was in der nächsten Woche so uns erwartet und die nächste und es ist ja erst wieder am 11. ist ja erst wieder, Dritter Advent, da ist sogar verkaufsoffener Sonntag in Oberhausen. Also wenn ihr um 11 Uhr von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag in Oberhausen und der Weihnachtsmarkt hat auch auf. Ja? Dann nicht zu vergessen. So, dann müsst ihr auch mal langsam, wenn ihr noch klein seid, eure Stiefel putzen, denn der Nikolaus kommt ja, der Weihnachtsmann kommt gar nicht. Der Weihnachtsmann ist einfach nur von Coca-Cola. Der ist ja im Osten und tut er ja gerade rum. Der Nikolaus kommt, weil am 6. ist Nikolaus und am 5. ist Nikolausabend. Und es ist ja so, dass man am 5. vor den Kamin seinen Stiefel oder seinen Socke aufhängt oder seinen Stiefel putzt und den dahin tut. Und dann kommt am Abend zum 6. Nikolaus und wenn ihr artig fahrt, kriegt ihr da Süßigkeiten rein. Oder eventuell ein kleines Geschenk. Und. Und wenn ihr böse wart, kriegt ihr eine Rute. Also so ein Stock an Äste, so Äste gebunden. Oder Nikolaus kommt
oder ihr seid Veranstaltungen, das kommt mit recht Knecht Hubrecht. Aber man darf ihn nicht für früher die Kinder auf den Puffer hauen. Das darf er nicht mehr. Schade. Ja, sehr schade. Früher, ohne Scheiß, das wird früher so gemacht. Also, wir waren, weil wir in der Straße, da waren alle nämlich früher gleich alt. Und dann sind wir zu Gaststätte gegangen und haben die Erwachsenen musizieren. Und niemand kann dann den Nikolaus. Mit seinem Knecht Hubrecht. Und dann wurden alle Kinder einzeln nach vorne gerufen und dann auch persönlich gesagt, was sie gut gemacht haben und was nicht. Und wenn sie böse waren, hat der Knecht Hubrecht mit Nasto ein paar Schläge auf den Popo gegeben. Natürlich nicht fest, sondern leicht. Ja, und das war immer so ein Highlight, ne? Einmal Nikolaus und zu sehen. Und du hast immer was in eine Tüte bekommen, war meistens Nikolaus und ein paar Süßigkeiten drin, ne? Wie ein Weihnachtsmann von Kinder. Kinderweihnachtsmann, das ist noch echt lecker. Und teuer. Die schmecken aber nur gut, wenn man sie ein bisschen aufgewärmt hat und sie dann so leicht am Schmelzen sind. Dann sind die ja echt am geilsten, finde ich. Ja, ein paar Leute stellen ja auch einen Kühlschrank. Ist das Schlimmste, was du machen kannst? Nee. Kinderschokolade, das ist ja diese Überraschungseischokolade, die in den Weihnachtsmärkten drin ist. Die kannst du wirklich so ein bisschen erwärmt essen. Da schmeckt es richtig lecker. Ja, es ist wirklich so. Also, Schokolade in den Kühlschrank zu stellen, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Eigentlich. Definitiv. Aber wenn ihr eine Fußbodenheizung habt, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht einen Nikolaus auf dem Boden stehen lässt und dann vergisst. Genau, das stimmt. Weil dann ist der nicht mehr da. Dann ist er nämlich nur flach. Naja, wenn ihr auf jeden Fall wisst, wie ihr Schuhe putzen oder was immer bekommt zu Nikolaus, dann geht mal auf YouTube-Kanal Cornflakes LP, da gibt es einen Adventskalender, den ich vor 2 Jahren gemacht habe sogar. Und da sieht man auch, wie ich die Stiefel putze und was ich bekommen habe. Und da habe ich es auch noch erklärt, ausführlich. Ja, und weißt du überhaupt, wo der Nikolaus herkommt? Der kommt aus Patara, aus dem Südwesten der Türkei, meine ich. Genau. Und was war der Nikolaus damals? Weißt du das auch? Jemand, der den Menschen geholfen hat, den hungernden Menschen irgendwie geholfen hat und so. Das war ein junger Mann, der hat früh seine Eltern verloren und war sehr reich. Und irgendwann hatte einen Tonkrug, hat der aus Versehen umgeschmissen und da war eine Schriftrolle drin. Und aus der Schriftrolle stand, er sollte doch den anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, was Gutes tun. Ja, und damit hat er dann ganz vielen Menschen Glück und Fröhlichkeit gebracht, Nikolaus. Und daran erinnern wir immer am 6. Und deswegen kommt der Nikolaus auch dann zu Hause. Am 5. ist Nikolaus Abend und am 6. ist halt Nikolaus. Ja, das ist halt so. So ist der Nikolaus halt die Geschichte entstanden. Und cool. Und Nikolaus gibt es eigentlich nicht zu kaufen, gibt es fast nur Weihnachtsmänner. Und wenn wir jetzt schon mal Thema was Gutes tun zu sind, wir in Radio Daily Drive, wir wollen auch was Gutes tun. Wir wollen den Menschen auch mal was Gutes schenken, tun. Es gibt ja Menschen, die geht es nicht so gut für uns. Es gibt also in ganz Deutschland, wir müssen ja nur in Nachbarland schauen, teilweise oder ein bisschen weiter weg schauen. Also ich sag nur Ukraine oder jetzt Iran oder Türkei teilweise, ne? Ja, definitiv. Also muss nicht so weg sein. Es kann auch teilweise sein, dass du nur eben 200 Meter sowas. Es gibt Menschen, die geht es nicht so gut, die sind geflüchtet oder haben halt wenig Geld. Und weil irgendwie was passiert ist. Und wir wollen den Menschen helfen mit der Aktion Lichtblicke. Aktion Lichtblicke ist eine Aktion, die Menschen hilft, ein bisschen Geld zu bekommen und das Geld geht auch 100% dahin und ist alles für einen guten Zweck. Und wir in Daily Drive sagen, ihr könnt spenden,
Ihr könnt über PayPal oder unten Amazon-Gutschein schenken. Wenn ihr uns einen Amazon-Gutschein schenkt, wird dieses Geld auf jeden Fall, wenn ihr sagt, das ist euer Amazon-Gutschein, wird der auf jeden Fall da ankommen. Und in der Weihnachtsshow am 24. Dezember erzählen wir, wie viel Geld wir denn gespendet haben an die Aktion Lichtblicke. Und das ist wirklich gut. Ja, und weil wir auch noch einen Schritt weiter gehen und wir teilweise auch ein paar Sachen singen. Wenn ihr uns dann Geld sagt zum Singen, dann wird dieses Geld auch natürlich, wird das Geld nicht an Songs gekauft, sondern geht nämlich auch 100% in Lichtblicke. Das heißt, ihr könnt auch euch einen Song wünschen, ihr könnt auch so einen Song wünschen, müsst einfach nur in die Wünsche-Grußbox gehen. Aber wie gesagt, alle Infos unter dailydrive.de. Also würde ich, Lichtblicke, wir versprechen, das Geld geht 100% dahin. Und das ist echt ein gutes Teil. Ich war ja früher, habe ich mich mit einem Trompeter auf den Weihnachtsmarkt gestellt, habe da stundenlang gespielt und dann habe ich da mal eben 100 noch was Euro eingenommen und habe das an der Aktion Lichtblicke geschwendet für einen guten Zweck. Das ist wirklich echt hilfreich, ne? Das ist auch echt hilfreich und du tust was Gutes und wie sagt man immer, jeden Tag eine gute Tat sollte man schon tun. Eben, eben. Und es ist nicht einfach heiß zu sagen, ich spende mal eben irgendwie 1-2 Euro oder sowas. Ich meine, auch wenn man einen kleinen Betrieb hat, die Masse macht es ja. Und ich weiß, wir haben über 200 Zuschauer und wenn jeder von euch nur 2 Euro sendet, 2 Euro, dann haben wir über 400 Euro für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und die wirklich das Geld benötigen. Weil sie die Heizung nicht bezahlen können. Weil sie irgendwie sich kein Essen leisten können. Weil wirklich, es gibt ja Menschen, die sind wirklich arm und die brauchen wirklich Hilfe. Ich schaue gleich nochmal eben, ob ich nachschaue, welche Familie wo momentan gesammelt wird. Ich schaue gleich mal hin. Aber erstmal hört ihr von Norens Büffel, der ja eigentlich ein Karneval, kein Karneval, ein Ballermann-Star ist. Wo man, also sagt nur, hier spricht der Bierkapitän, ne? Hier spricht der Bierkapitän. Genau. Macht er ja und das kennt man eigentlich so gar nicht. Und der hat ein Lied gemacht, eigentlich schon als Kinderlied. Klingelingeling und das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Klingelingeling von Lorenz Büffel. Ja, ich nehme so das Handmikrofon in die Hand, weil ich muss mich gerade umdrehen, da kann ich besser das Handmikrofon nehmen als das Standmikrofon. Aber man kann mich ja auch so verstehen. So, die Aktion Lichtblicke. Ist das so? Wenn man auf die Leute, die tun Folgendes. Also sind für Kinder und Familien nur zuständig. Die Unterstützung, Schwerpunkte bei der Aktion Lichtblicke liegt zu einem großen Teil bei den sogenannten Einzelfallhilfen. Wir helfen gezielt Familien mit Kindern, die kurzfristig oder manchmal auch längerfristig in Not geraten sind und sich nicht allein aus eigener Kraft aus einer finanziellen Misserie befreien können. Unsere Spendenaktion gewährt momentane Hilfe, die als Lichtblicke in schwierigen Zeiten zu verstehen ist und wieder und wenig Hoffnung für eine positive Zukunft geben soll. Neben den Einzelhilfen gewähren wir auch Institutionenhilfen und fördern je nach Höhe des Spendenaufkommens auch sogenannte Leuchtturmprojekte. Hier geht es um größere Umfangprojekte, die im sozialen Bereich angesiedelt sind. Aktion Lichtblicke ist für ganz Deutschland und nicht nur für ein Jahr, ist von den Caritas und Diakonie auch ins Leben gerufen worden. So. Und zum Beispiel momentan, was wir momentan auch machen, ist so, dass also 23 Jahre helfen wir schon, 1998, und haben schon insgesamt 74 Millionen Euro gesammelt in den ganzen Jahren, in 23 Jahren, haben dabei 53.500 Hilfe suchen können, schon bewilligt können und haben noch über 228.000 Kinder und Familien, die noch ein Lachen geschenkt werden muss. Die aktuelle Spendensumme dieses Jahr liegt bei 489.401 Euro.
Das ist die aktuelle Spendensumme, nur. Mal eben. Und was natürlich eine große Hilfe momentan als Olympik ist, ist natürlich die Ukraine-Hilfe, ne? Weil wir sehen ja auch in Nachrichten täglich die Bilder von der ukrainischen, russischen Invasion in der Ukraine. Die Leute haben da kein Essen, haben sie teilweise nicht. Die haben keine Heizung, die haben, die wissen nicht, wie die da leben sollen. Die haben da wirklich teilweise in der Wohnung, die ist da zerbombt oder sind Scheiben kaputt und die haben da keine Heizung oder keinen Strom. Das heißt, da kämpfen die gerade wirklich mit der Kälte und da wäre Strom oder sowas total was Wichtiges. Und die Spendensumme seit dem 4.3. ist wirklich 4.237.028.000 Euro, die ich als Lichtblicke für Hilfe in der Ukraine spenden konnte. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ja, und auch, ihr wisst ja eventuell letztes Jahr, die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo teilweise immer noch Leute kein Zuhause haben, keine Heizung haben, weil die Wohnung kaputt ist, Kernenergie finden muss oder Leute, die ihr Haus verloren haben. Das Traurige daran ist ja im Ahrtal, die Flutopfer haben bisher keine von der Politik und Staat versprochenen Hilfen erhalten. So fast nichts ist bisher rübergekommen, ne? Und dafür ist ja so Olympia auch da. Die haben seit dem 6.7.21 haben sie auch fürs Ahrtal, um die Hilfen da und die Häuser teilweise auszubauen, haben sie 12.767.603,74 € gesammelt. Das heißt, die Aktion Lichtblicke macht kleine Hilfen, aber auch große Hilfen für Ukraine, Ahrtal und die machen sehr viele Schritte, die machen sogar auch Live-Konzerte, machen sie auch und Auktionen, zum Beispiel, dass dann Sachen von Otto Walkes gemacht wird oder jetzt zum Beispiel kann man ein Wohnzimmerkonzert mit Max Giesinger und Michael Schulte kann man teilweise ersteigern oder wurde ersteigert teilweise. Dann Udo Lindenberg, ein Exponat, kann man auch ersteigern. Exponate von Otto Walkes, ein Meet and Greet mit Atze Schröder, kann man alles kann man ganz viel ersteigern. Und über verschiedene Sachen, also auch Mario Barth, Sarah Connor, Ehrlich Brothers, etc. kann man ersteigern und das Geld geht auch zu 100% an den guten Zweck. Die Stars sagen, wir machen das, wir wollen da nichts haben, wir machen das, um wirklich diese Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen. Und deswegen, und Live-Konzerte machen sie auch, das heißt, ein Konzert, da wo die auch wieder live einfach aufgehen. Natürlich gibt es richtige Konzerte und natürlich auch live on Tour. So, ich gehe mal eben drauf und schauen, ob ich da irgendwas finde eben. Genau. Altavil zum Beispiel ist am 11.12. Na, ist auch schon ein bisschen älter. Aber es gibt verschiedene immer. Also, wenn ihr Radio hört, man wird euch informieren, sag ich mal so, oder wir informieren euch, wenn es was in der Nähe gibt. Aber eigentlich Lichtblicke, da kann man auch immer selbst hinsehen, hingehen oder hinschauen. Aber man muss ja nicht immer zu Charity-Events gehen, ist auch manchmal ein bisschen teuer. Einfach spenden hilft und wie gesagt, es ist immer schöner, wenn mehrere Leute spenden oder wenn man was spendet, als einfach nur zuzusehen und sagen, ja, andere machen das ja auch. Weil, was ist 6 Millionen für eine für ein Land, was über was Zerstörung hat von Milliardenschäden? Ja klar, das ist ja schon heftig. Und denkt mal selbst, wenn ihr, sagen wir mal, in Altal, ihr habt euer Haus verloren oder ihr könnt im Haus wieder einziehen, wo alles zerstört ist, ihr müsst das ganze Haus renovieren. Und jetzt habt ihr keine Heizung und es ist Winter. Das wäre echt beschissen. Also. Ich sag nur, im Bayerischen Wald, da sind es jetzt 30 bis 20 Grad kalt. Minus kalt. 20 ja. bis 30, minus 30 Grad haben sie es da. Und das ohne Heizung, ey, boah. Ja, da haben wir Holzkamin. Aber also im Alltag, wir haben es ja auch teilweise mit minus 5, minus 10 Grad im Winter. Und im Alltag auch. Und da ohne Heizung, da erfrierst du. Aber sowas von.
Und wie gesagt, da müssen auf jeden Fall Leute geholfen werden. Und da ist ja so viel kaputt gegangen, man kann nicht alles sofort wieder aufbauen. Das dauert die Zeit. Und deswegen, Spenden hilft, weil dann kann man eventuell mehr aufbringen. Oder es geht auch ein bisschen schneller. Weil der Bund kann ja auch nicht mal eben sagen, wir machen 4 Milliarden Euro, obwohl wir uns dieses Jahr schon 45 Milliarden mehr verschuldet haben in Deutschland. Durch die ganze Scheiße, die wir momentan durchstehen mussten und müssen. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen mal vom traurigen Sachen zurück und gehen wieder zu den Liedern. Wir hatten ja jetzt gerade klingende Link von Bodo und Löffel, so. Und wer klingelt so in der Adventszeit an der Tür? Der Nikolaus? Genau. Und wenn der Nikolaus kommt, dann sagt man doch immer, Nikolaus, komm doch in unser Haus. Und der Schnuppi-Huhn und die Kinder, der Schnuppi-Huhn und die Kinderkönige haben das Lied gesungen. Es ist nicht das also nicht so ein Kindergartenlied, man denkt, oh, jetzt kommen nur Kinder. Es ist ein bisschen mit einem Mix drauf und ist einfach so ein bisschen moderner und hört nicht uns kein Gesang, nämlich ein Poplied. Hört euch mal an, Nikolaus kommt in unser Haus. Viel Spaß! So, Nikolaus kommt in unser Haus. Ja, habe ich früher auch mal sehr gerne auf Musikinstrument selbst gespielt, aber dann auch unter Strophen, weil ich glaube, das hat insgesamt 7-8 Strophen, hat es glaube ich, und das ist wirklich zu viel nachher. Ja, klingeling auch. Ja, und ich schaue gerade über, aber wir können auch anspielen. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt spiele. Es gibt aber ein neues Lied von Michi Müller. Er hat ein Lied gemacht. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Dieses Lied gibt es schon länger. Es ist nicht neu gemacht. Nämlich, der Rolf Sikorski, der hat damals vor Dezemberträume aus dem Jahr 1993 hat er auch ein Lied. Das heißt auch, es ist für uns eine Zeit angekommen. Wir hören mal eben das Lied von Michi Müller, was neu ist. Hören wir mal eben kurz rein. Ja, das ist von Michi Müller. Jetzt hören wir uns aber das gleiche Lied, hören wir uns mal von Rolf Sikorski an, was auf jeden Fall 1993 und nicht 2022 rausgekommen ist. Das von Rolf Sikorski klingt nämlich folgendermaßen. Das findet ihr besser. Also ich finde Rolf Sikorski und Michi Müller finde ich, also ich mag beide, aber ich finde, es ist für uns eine Zeit angekommen, müsste eigentlich wirklich von Rolf Sikorski sein. Ist meine Meinung. Was eure Meinung ist, schreibt es gerne in die Wunschgrußbox. Würde ich nur so sagen. Gut, aber wir gehen mal wieder auf Bonnie M, weil Bonnie M hat einfach Weihnachtslieder und auch richtig schöne Weihnachtslieder. Und jetzt hören wir mal von denen Feliz Navidad von Bonnie M. Viel Spaß mit dem Lied. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit, machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins ums andere an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die dritte
dritte Kerze brennt. Nun tragt eurer Güte leuchtenden Schein weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen, Folge am 3. Advent. Trotzdem schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, obwohl es jetzt ein bisschen später ist als geplant. Ja, 3. Advent, wir haben noch einige Wochen, dann ist schon noch 4. Advent, kurz danach, oder ein bisschen länger danach ist der Weihnachten. Weihnachten ist ja schon sehr gut, und wir haben noch 11. Weihnachten, 11. haben wir, das heißt, der wird sehr am 18. Und dann haben wir fast eine Woche Festtage, Weihnachten zu feiern. Diesmal sind wir wieder, vor meinem Check hatte ich nicht, weil das Wochenende immer sehr früh gefallen ist, auch die ganze Woche. Das heißt, ich bin mit dem Leben auch leider nicht mehr verzichten. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Show, Wiki-Show, und mit dem ersten Wiki-Show. Nämlich dieses Jahr haben wir uns vorgestellt, jetzt ist es soweit. Wir wollten das, was nur Spaß. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit euren Sold. Das Volk war voll Erwartung. Und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hört er die Schaufel in der Hand, um seine Tänne zu reinigen und den Weißen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, The Kelly Family mit Merry Christmas. Ja, und wir machen immer so, was in der Woche los war. Also, was wir in der Adventszeit gemacht haben oder was in der Woche so los ist oder in der Adventszeit. Ja,
Folgendermaßen, ich war eigentlich, ja genau, ich war viel arbeiten, weil ich momentan prüfen und es muss ja alles fertig werden. Dann war ich am Freitag noch auf dem Weihnachtsmarkt in Köln. Ich sag mal so, rappel vor, ich habe eine Schule gebaut, um Plato zu besuchen. Also Tipp an mir, fahrt entweder mit dem Zug nach Köln oder parkt irgendwie ein bisschen weiter außerhalb und mit Park and Ride oder so und fahrt mit dem Zug rein nach Köln, weil es ist unheimlich voll und Plato zu bekommen ist anstehen. Aber der Weihnachtsmann und Dom ist schon sehr schön für 8 Euro. Crepe-Stand ist auch voll, also man muss anstehen. Aber der Weihnachtsmann und Dom ist schon sehr schön. Sonst gibt es auch noch da andere. Es gibt noch am Heumarkt, Neumarkt, Altermarkt, Rudolfsplatz, also theoretisch überall an der Ecke gibt es einen Weihnachtsmarkt. Ja, Dortmund war ich noch nicht. Ich fahre wahrscheinlich noch nächsten Samstag nach Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Mal schauen, wie der wird. Wenn ihr auch über das Weihnachtsmarkt mal wart und Erfahrungen schreibt, dann schreibt es auch einfach mal in die Wünsche und Grußbox oder schreibt uns einen Kontakt at daily-drive.de. Alle Infos auf daily-drive.de. So, dann weiteres. Es ist ja so langsam Zeit für das Friedenslicht. Das Friedenslicht ist ja immer ein Licht, was kurz vor Weihnachten in den Kirchen gegeben wird. Und ich würde mal sagen, es wird in der Kirche gegeben und kann man dann abgeholt werden. Das Friedenslicht kommt ja aus Bethlehem, aus der Kapelle, wo Christus, glaube ich, geboren worden ist. Und somit wird es so sein. Und das wird ja immer abgeholt und wird dann ja über die ganze Welt, ja, wird es verteilt. Und das ist immer kurz vor Weihnachten. Und wenn wir uns dann auf die Uhr auf den Countdown schauen, wissen wir ja, so lang ist es ja gar nicht mehr bis Weihnachten. Ja, wisst ihr, es ist nicht mehr so lange bis Weihnachten. Ich würde aber sagen, um zu wissen, wie viele Tage es ist, hören wir doch mal eben kurz rein. Wie viele Tage sind es noch bis zu Weihnachten? Wir zählen die Tage bis Weihnachten. Noch 13 Tage bis Heiligabend. Ja, 13 Tage ist wirklich gar nicht mehr so lange, wenn man sich das mal nachdenkt, weil wie schnell sind 13 Tage weg? So, und wir hören nochmal rein, wie es denn, es gibt ja ein traditionelles Licht fürs Friedenslicht. Und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt mal eben rein. Kann sein, ein bisschen stille, aber wie hört sich denn die Hymne des Friedenslichts an, wenn es denn reingetragen wird? Ja, ich würde sagen, friedlich bin ich eigentlich immer dabei, außer letztes Jahr, da ging es ja leider nicht. Und wir haben es auch mal, Wir haben es bis Heiligabend, aber wir hören mal rein und ich hoffe, dass es nicht wieder abstürzt wie letztes Mal. Von Hass getränkt.
Kommen viele brennende Kerzen hinzu, wird der Raum noch heller. Umrisse werden deutlicher, Gesichter erkennbar. Eine Veränderung tritt ein. Mit dem Licht breiten sich Wärme, Kraft und Mut aus. Jesus Christus, sei du unser Licht. Mach uns zu deinen Boten für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Spanne ein Lichternetz, das alle verbindet. Sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, immer heller brennt das Licht. Augen fangen an zu leuchten, denn sein heller Schein geht von einem zu dem anderen und geht tief ins Herz hinein. Sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, immer heller brennt das Licht. Sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, immer heller brennt das Licht. Bei uns Menschen ist es wie mit der brennenden Kerze. Schon ein einzelner Mensch kann etwas anstoßen, etwas in Bewegung bringen. Kommen dann mehr dazu, kann daraus noch mehr werden. Christus, Jesus, sei du unser Licht. Mach uns zu deinen Boten für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Spanne ein Lichternetz, das alle verbindet. Sperrt euch nicht und gebt weiter dieses Licht. Von dem einen zu dem anderen weiter unbeirrt, dass das Licht zu einem Zeichen eines neuen Friedens wird. Gebt weiter dieses Licht. Sperrt euch nicht und gebt weiter dieses Licht. Dann verspricht unser helles Friedenslicht allen, die den Frieden wollen, dass vorbei die Nacht. Voller Hoffnung zeigt sein Leuchten, dass sein Anfang ist gemacht. Dann verspricht unser helles Friedenslicht. Dann verspricht unser helles Friedenslicht. Erstmal zünden eures Friedenslieden, dann fröhliche Weihnachten von Wolfgang Petri. Wenn ihr die ganze Show nochmal hören möchtet mit besserer Qualität und ohne Stillsendung, dann, aber leider ohne Musik, müsst ihr dann mal so nach dem 4. Advent
mal auf YouTube schauen. Da kommen alle Adventssendungen nochmal zum Nachhören. Ja, die Weihnachtssendung wird nicht so mit ein bisschen kirchlich, aber mit mehr Weihnachten, als man denkt. Ja, die Sendung war ein bisschen bis jetzt ein bisschen kirchlicher, aber schwamm drüber. Naja, weiter gehen wir im Text, im Leitfaden, den wir aber nicht haben. So, ja, manchmal haben wir Leitfaden, manchmal haben wir nicht Leitfaden. So sieht es halt aus. Ja, wir sind noch in der Spinnaktion für Aktion Lichtblicke für Menschen, die Hoffnung brauchen. Wie man damit macht, ganz einfach. Ihr könnt uns Geld spenden, entweder so oder wir singen ja auch teilweise was dafür. Ab 30 Euro geht los. Man kann kleine Beträge spenden, man kann große Beträge spenden. Weil wenn man halt, wir machen ja meistens immer so ein Quartal, machen wir meistens. Wenn man jetzt sagt, man spendet 20 Euro, es kommen aber keine 30 zusammen, gehen die 20 Euro automatisch im nächsten Quartal schon wieder feststehen für das Singen. Natürlich wird alles jetzt, was jetzt zu Weihnachten zusammenkommt an Spenden, wird an der Lichtblicke gespendet. Das heißt, wenn ihr sagt, 20 Euro für die Ausstattung des Studios, wären 20 Euro direkt zu Licht, wären 20 Euro zu Licht, Aktion Lichtblicke wird gespendet und auch direkt zur Studioausstattung. Das heißt, aus 20 werden 40 von uns gemacht und das machen wir die ganze Weihnachtszeit. Ja, unser Studio wird auch gerade ein bisschen umgebaut. da haben wir nämlich letztens noch ein bisschen was eingekauft am Samstag. Da waren wir im Musikstore und haben da ein bisschen Studioausstattung haben wir uns da ein bisschen geholt. Und vielen Dank dafür, sage ich erstmal, dass ihr uns auch so unterstützt. Und der Studentenpicker wird sich auch sehr schön bedanken. Und ihr könnt natürlich euch einen Wunsch erfüllen. Es muss jetzt kein Weihnachtslied sein. Es kann auch ein ganz normales Lied sein. Zum Beispiel hatten wir letztens ja einen Wunsch, der hieß One Arabian Nights. Und da wurde sich ja gewünscht und dann spielen wir den einfach mal, weil ich glaube, das Lied macht auch ein bisschen mehr gute Laune. Viel Spaß mit denen. So, natürlich ist es jetzt, passt es jetzt nicht zu Weihnachten. Und wenn ihr denkt, ey, wir wollen schöne klassische Weihnachtsmusik sein und Weihnachts wie es früher war, hört ihr jetzt Schützenjäger. Weihnachts wie es früher war von den Schützenjägern. Ja, wir bleiben auf der Weihnachtsspur. Adventrose wird nächste Woche gespielt, sehe ich nämlich gerade. Wie gesagt, sonst gibt es noch Weihnachtslieder immer bei uns. Wie gesagt, wir haben noch so circa eine halbe Stunde haben wir gar nicht mehr, wie ich gerade sehe. Wir sind nämlich, okay, wir haben 10 Minuten überzogen, das heißt, wir haben noch so die 15 Minuten haben wir noch Zeit, drin zu reinpassen. Machen wir aber nicht. Aber schon, ob wir hier unter ein wunderschönes Weihnachtslied haben. Nee, ist für uns ist blöd, was wir da nehmen. Genau, hatten wir auch schon. Naja, eventuell schneit es ja bei euch schon. Aber wie gesagt, der erste Schnee ist ja bei uns schon gefallen. Aber eventuell kommt dann noch der richtige Schnee, der auch liegen bleibt, was bei uns flassend oder eher nicht so ist. Aber wenn auf jeden Fall der erste Schnee kommt, dann spielt doch einfach folgendes. Ja, Merry Christmas Time von Ed Sheeran und Elton John. Ja, so langsam sind wir vorbei. Was wir noch machen ist, mich kurz verabschieden. Ihr hört nämlich jetzt gleich ein kleines Lied Advents Weihnachtszeit in Bayern von Antenne Bayern. Danach Fairy Tale of New York und dann Bald von Rolf Zukowski und seinen Freunden. Das ist unser Schlusslied. Bald. Und dann würde ich sagen, wir sind uns auch bald wieder. Also am nächsten Advent, also in 7 Tagen, um 12 Uhr wahrscheinlich bessere Qualität. Auf jeden Fall sagen, mach's gut, werd oder bleib gesund. Bis dahin. Ciao.